Unser neuer Modulpal, den wir hier auf der Messe zeigen, ist eine Hochleistungsmaschine, die mit deutlich weniger Modulen auskommt, als wir das bislang einsetzen mussten. Einfach gesprochen aus 2 Mach 1. Wir hatten bislang für eine Leistung von 450 Lagen pro Stunde 2 Robobox-Module benötigt. Jetzt mit unserer neuen Robobox T mit dem Tripoden als Robotersystem drin benötigen wir noch ein Modul. Und das ist natürlich sehr positiv im Thema Footprint. Die Maschine hat jetzt 40% weniger Footprint als unsere vergleichbare bisherige Maschine. Ein Modul benötigt weniger Wartungsaufwand, weniger Energie, was sich am Ende des Tages natürlich sehr positiv in den Betreiberkosten für unsere Kunden widerspiegelt. Die Zielgruppe ist ganz gemischt. Natürlich fokussieren wir hauptsächlich mal auf unsere Getränkekunden, wie wir hier auf der Messe auch zeigen, PET-Abfüller, aber auch Glas und Food, Non-Food-Industrie ist grundsätzlich möglich, auf unserer Maschine zu verarbeiten.